Wenn die bunten Fahnen wehen, zieht die Eingreiftruppe aus. Wir wollen ferne Länder sehen, bleiben nicht mehr brav zu Haus. Ölfelder winken, leuchten von ferne her, Länder versinken im Bombenmeer. Hoch aus dem Awax schauen wir nach dem Bösen aus. Lasst uns den Taliban verhauen, denn er ist uns ein Graus. Gegen die bösen Mächte lasst uns zu Felde ziehen. Lasst aller Völker Rechte im Bombenhagel verglühen. Lasst aller Völker Rechte im Bombenhagel verglühen. Wir sind am Mittwoch früh in München gestartet, hatten gleich einen schwierigen Tag, weil es fast den ganzen Tag nur geregnet hat und wir eine Strecke von 80 Kilometer hatten. Insgesamt sind wir nach Stuttgart 280 Kilometer gefahren und Gott sei Dank haben wir heute dieses strahlende Wetter und auch die letzten Tage waren ganz akzeptabel. Und wir wollen ja noch weiter radeln nach Büchel. Da liegen ja die Deutschen, also in Deutschland Atombomben von den Amerikanern und wollen dort auch eine Protestveranstaltung machen. Und dann geht es ja weiter über die Niederlande, nach Belgien, nach Brüssel, wo das NATO-Hauptquartier ist. In Chicago wird die NATO tagen. Wir wollen, dass abgerüstet wird. In Europa lagern immer noch Atomwaffen der USA. Atomwaffen der USA, die von den Flugzeugen dieser Länder ins Ziel getragen werden sollen. Das ist nukleare Teilhabe. Sie soll beendet werden. Diese Waffen sollen abgezogen werden. Diese Waffen sollen nicht modernisiert werden, sondern verschrottet. Wir fordern Verbot und Vernichtung aller Atomwaffen weltweit. Es ist 5:12 Uhr, wenn nicht abgerüstet wird. Wir danken der Stadt Stuttgart. Herzlichen Dank, Herr Wölfle, dass Sie uns empfangen. Ich bin auch froh, dass der Oberbürgermeister dieser Stadt die Aktion unterstützt. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Also ich bedanke mich und weiß, wie wichtig es nach wie vor ist, dieses Thema in der Öffentlichkeit zu tragen. Dazu sind diese Aktionen, wie Sie sie pflegen und wie Sie sie durchführen, hervorragend geeignet. Ich finde ja immer, der Kampf gegen Atomwaffen oder gegen die Ausbreitung von Atomwaffen, die kann man am nachhaltigsten und am glaubwürdigsten verfechten, wenn man selber für eine Abrüstung eintritt. Und da könnte die NATO oder muss die NATO eigentlich vorangehen. Das wissen wir nicht, ob sich das lohnt. Wir können nur unseren politischen Willen ausdrücken, dass die Atomwaffen erstens aus Deutschland raus sollen und dass die Atomwaffen abgerüstet werden und zwar weltweit und international. Das ist eigentlich ein total verkehrter Weg, den die Menschheit da beschritten hat und das muss im Grunde eigentlich, wir haben es jetzt hier gesehen, 5:12 Uhr, bevor nicht die nukleare Katastrophe eigentlich da passiert. Ich denke, dass viele überhaupt nicht informiert waren, dass viele das gar nicht erfahren haben und die jetzt hier vorbeilaufen. Wir sind in der Stadt, es ist einfach interessanter zu konsumieren, es ist interessanter einzukaufen und die Leute merken es erst, wenn sie wirklich im Wasser stehen, dass Gefahr besteht. Das haben wir ja auch gesehen mit der Katastrophe in Fukushima. Bevor die Leute nicht betroffen sind, passiert nichts. Ich bin gegen Atomkraft insgesamt. Das ist gesundheitsschädlich, ohne Ende gefährlich. Hier steht es, Eltern haften für ihre Kinder, haften für ihre Eltern. Wir machen Sachen, die unsere Kinder auszusitzen haben. Wir haben es überhaupt nicht im Griff. Das ist nicht kalkulierbar. Und eins liegt beim anderen, wenn ich gegen Atomkraftwerk bin, was die Menschheit gefährdet, bin ich eigentlich automatisch auch gegen atomare Waffen, weil es halt Abertausende von Menschen trifft. Es ist nicht wie Hochwasser, was gerade mal schnell die Region trifft. Thank you.
Dieses EUCOM hat deswegen eine wichtige Funktion, weil es eine von zwei US-Kommandozentralen der amerikanischen Streitkräfte ist außerhalb Europas und beide befinden sich auf Stuttgarter Boden. Das finde ich immer unglaublich. Das eine ist die europäische Kommandozentrale, die für den europäischen Raum im Nahen Osten zuständig ist und das andere wenige Kilometer weiter, die Calais Barracks des AFRICOM, was für den afrikanischen Kontinent zuständig ist. Einfach um das mal für uns ins Bewusstsein zu rücken. Ihr habt vielleicht heute Zeitung gelesen, Stuttgarter Zeitung. Morgen soll das NATO-Raketenabwehrsystem in Betrieb gehen, was von Rammstein aus sozusagen gesteuert wird. Rammstein wieder hat die Oberhoheit hier, die US-Europäische Kommandozentrale. Deswegen ist es hier eine ganz wichtige Schnittstelle. Natürlich involviert in den letzten Kriegen, 2003, Irakkrieg, 1991 und so weiter. Und auch jetzt sicher, haben wir das aus den Zeitungen erfahren, in der Vorbereitung für einen möglichen Angriff auf den Iran mitbeteiligt. Wir wollen es nicht hoffen, dass es dazu kommt und wollen das Heutige dazu beitragen, dass es auf alle Fälle abgewandelt wird. Ein Mann, der jetzt hier steht und heute hier als Gast dabei ist, aber der heute einen ganz besonderen Applaus und eine Wertschätzung verdient, das ist der Wolfgang Sternstein, ohne diese Bewegung hier so nicht stattgefunden hätte. Der Weg zum Frieden ist der Frieden. Wolfgang Sternstein, vielen herzlichen Dank für deine unermüdliche Power und ein kleines selbstgepflücktes Blumenstäuschen noch mit dazu. Wenn du noch ein paar Takte sagen willst, darfst du das gern? Ich kann nur sagen, ich freue mich unheimlich, dass wir hier alle zusammengekommen sind. Für mich ist das ja schon ein ganz besonderer Ort. Ihr wisst ja, dass wir nicht nur hier demonstriert haben, sondern immer wieder auch blockiert haben und auf das Gelände gegangen sind. Nachdem wir den Zaun durchgeschnitten haben, sind wir auf das Gelände gegangen, um dort gewissermaßen eine Platzbesetzung vorzunehmen und unseren Anspruch geltend zu machen, dass diese Einrichtung aus einer militärischen Einrichtung in einer zivilen Nutzung zugeführt wird. Das ist unser Ziel gewesen mit diesen Aktionen. Ich selbst war auch ein paar Mal im Knast, und zwar gerade wegen Aktionen, die hier am EUCOM stattgefunden haben, später dann in Büchel, wo die letzten Atomwaffen ja noch liegen. Und wir hoffen, dass wir es schaffen, dass diese letzten von 7000 Atomsprengköpfen, die letzten 10 bis 20 Atomsprengköpfe oder Atombomben, die dort auf dem Fliegerhorst Büchel lagern, dass wir die auch noch aus Deutschland rausschaffen. Also vielen Dank, dass ihr da seid. Wir guten Atomstaaten, also zum Beispiel die NATO-Staaten, USA, Frankreich, Großbritannien, wir dürfen Nuklearwaffen haben. Wir werden sie haben, aber natürlich nicht einsetzen. Nein, nein. Wir drohen nur damit, dass wir sie einsetzen könnten, irgendwann mal. Wir drohen sogar, dass wir sie einsetzen, wenn wir nur vermuten, dass uns jemand angreifen will. Das nennen wir Erstschlag. Für diese Waffen, die für keinen Einsatz bestimmt sind und schon alleine bei der Produktion, beim Transport und bei der Lagerung extrem giftig sind, geben wir ganz viel Geld aus. Deshalb fehlt uns Geld für zum Beispiel Entwicklungshilfe und es sterben täglich 20.000 Kinder am Hungertod. Wir haben auch noch keine Ahnung, wie und wo wir den tödlich strahlenden Atommüll so entsorgen, dass die kommenden Generationen in den nächsten 1000 Jahren nicht verseucht werden. Anstatt gemeinsam zu rufen, stoppt diesen Wahnsinn, segnen die demokratisch gewählten Parlamentarier nukleare Militärbudgets ab und regen sich höchstens darüber auf, dass manche ungewählten Diktatoren auch mit schrecklichen Waffen drohen wollen, damit sie nicht angegriffen werden. Wir wollen eine Zukunft ohne Atomwaffen, aber die Entscheidungen und Taten, die müssen jetzt sein. Und das wollen wir deutlich machen. In unserer letzten Kampagne haben wir gefordert, dass die Bundesregierung den Abzug der US-Atomwaffen
aus der Eifel fordert. Das haben wir erreicht. Aber den Worten sind noch keine Taten gefolgt. Taten müssen jetzt folgen. Und jetzt, dieses Wochenende, fängt der Gipfel der NATO in Chicago an. Dort kann die Entscheidung getroffen werden. Deswegen sagen wir atomwaffenfrei jetzt. Ja, ich will jetzt gar nicht viel sprechen, sondern einfach die Lust haben, bei dieser Performance mitzumachen, einladen, hier in eurer Art einen Kreis zu bilden, zu sammeln. Wir versuchen wirklich einen Kreis zu machen, der rund ist, weil ein Kreis hat eine ganz besondere Bedeutung für uns als Menschen. Ich helfe euch an der Stelle ein bisschen. Es geht wirklich darum, in die Eigenverantwortung zu gehen. Die ersten Leute bewegen sich ein bisschen und wir brauchen einen großen Platz für einen Kreis. Nehmt euch den Raum. Begegnen wir uns auf Augenhöhe. Wir stehen im Kreis. In einem Kreis gibt es keinen Chef. Es gibt keinen Vorsitzenden. Alle sind gleich.